da sind wir und weiter geht es mit Trine. Genau, mit unseren Superhelden, unseren Superritter. Ah, wieso machen die jetzt sowas mit mir? Ach, da dreht sich auch noch. Was? Was? Ich kann da nichts machen? Komm, da kommst du da hoch. Sprungen. Gibt es da hinten noch was? Ne, da geht es ja nur zurück. Sieht so aus, als ob man da hingehen kann, ne? Echt. Was es da oben alles gibt, ne? So. So, die kann auch. Hier. Warte. Schön, dass sie auch warten. Okay, wer dann diesen Move macht, ey, da muss ich mal. Warte, da wollte ich nochmal gucken. An der Kiste kann die das nicht machen. Das Skelett. Warte, muss warten, Skelett. Ich muss das ja noch alles nehmen. Da muss ich hier wieder mit denen ja was machen, ne? Ach der, ey. Jetzt reizt mir aber. Die ist so ein bisschen Assassinen-mäßig, ne? Was ist das für ein Weg, ey? Den kannst du mal so machen, ungefähr. Bleib mal hier so stehen. Dann hast du das auch geschafft. Ein Zauberer. Dafür kannst du auch eine Kiste machen. Ich hab mir den Weg versperrt, echt. So, jetzt raus hier. Was vor unseren Helden lag, war unbekannt. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Trine befreien könnte. Ein Zauberspruch, okay. Wo sind wir? Wir sind unter der Astralakademie. Niemand war in den letzten Jahrzehnten hier. Mein Schwert soll uns auf dem Weg anführen. Folgt mir! Kommt hier hoch. Erfahrung aufgenommen. Da geht's auch unten lang, ne? Sollen wir da mal runter? Zu den Katakomben.
Was? Guck mal, da hängt da so eine Kiste, ne? Warte. Oh. Aber was macht das denn? Sich darüber schwingen, genau. Geht hier auch noch da, nach links? Genau, einmal die Kiste da reinparken. Okay, spring mal rüber und hol dir das Zeug. Erfahrung, ne? Das Grüne ist Erfahrung. Oh, wir gewinnen an Erfahrung. Und wir werden so immer besser. Ich werde schon mal eine Kiste machen. Die da hängen, ne? Ach komm, das ist doch jetzt nicht fair, echt. Kann die sich da hochbringen, wo? Dann machen wir es halt so. Irgendwas hat geknurrt. Fähigkeitspunkte, Tabulator, Levelaufstieg. Okay, der Zauberer kann eine Kiste nehmen. Achso, jeder hat so seine Skills, ne? Einzaubern, dabei lässt sich die Größe jeder Kiste verändern. Durch den Zaubervorgang verliert der Zauberer etwas von seinem Mana. Zu Anfang kann als Zauberer jeweils nur eine Kiste herzaubern. Nächste Stufe, zwei gleichzeitig existierende Kisten herzuzaubern. Okay, das ist auch nicht schlecht, ne? Was machst du? Die Diebin ist eine gute Bogenschützin. Kann Gegner stellen und aus der Ferne töten. Nächste Stufe, der Bogen schießt zwei Pfeile zugleich. Aha. Und der dritte hält. Den kann ich gar nicht. Upgraden. Ah ne, da muss ich. Nein, 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 warte, warte. Ich muss das erstmal lesen. So, der Ritter hat Schwert und Schild und einen roten Umhang des Hauptmanns. Ist bereit für den Kampf gegen die Untoten. Nächste Stufe gibt den Ritter eine 5%ige Chance, Gegner schwer zu treffen und dreifachen Schaden zu verursachen. Das ist alles gut, ne? Das ist alles gut. Aber ich mache erstmal den Zauberer. Machen wir da so mit der Reihe nach. Eventuell. Okay, Flammenschwein. Ah, ne, wir haben jetzt den gemacht, ne? Genau, wir haben den nicht schlecht. Da haben wir mehr Schaden. Flammschwert. Boah, das brennt. Aha. Okay. Okay. Jetzt ist er ein bisschen fitter. Kriegst du den ab? Nee, ne? Meisten Abend Feuer. Ach komm. Was hab ich aktiviert? Ah, das geht auf. Okay, das ist auch wieder. Eine Schaukel. Zack. Zack, gleichzeitig gesprungen. So, hier ging's runter, ne? Hm, ein Aufzug. Okay. Ich weck mal die ganzen Gegner auf.
Daneben, mein Freund. Jetzt mal unten gucken. Kann ich ja von hier aus irgendwie... Ha! Getroffen, echt? Warte, ich mach dich anders. Ich mach dich irgendwie so. Dann würde ich. Ach so. Dann geht es wieder so. Okay, alles klar. Dann nehme ich mal den hier. Ach, der macht das so. Warte. Warte. Ich mache das erstmal oben. Dann machst du hier noch eine Kiste hin. Und dann darunter. Dann passt das doch, ne? Oh, was ist das denn? Nein. Ist das ein Boss? Dark Souls. Ich hab doch das Schild gemacht. Lass den mal einen Move machen. Ja, okay. Das hat irgendwie keine... Ich mach den keinen Schaden, ne? Sehe ich gerade. Warte mal. Okay. Macht denn keinen Schaden? Warum macht denn keinen Schaden? Hab ich Schaden gemacht, ne? Am Kopf nur? Das war nicht gut. Oder ich bin gleich tot. Der ist irgendwie... Okay. Hat er einen gekriegt und weg ist er. Dann machen wir hier mit weiter. Die hat ja überhaupt keinen Schaden, keine Rüstung, ne? Okay. Der ist direkt weg. Ja, der kann ja nur Kisten machen, der dritte. Ja. Ich kann ihn. Damit gibt's ein paar Kisten am Kopf. Sind die anderen wieder da? Mana-Trank aufgenommen. So, das ist der Punkt, wo die dann alle wieder... Ja. Erfahrung aufgenommen. Treffer nennt man sowas. Da oben, wie soll ich das da oben? Aber an der Kiste macht die sich ja nicht dran, ne? Oder?
doch, Tatsache. Kiste kommt hier wohl dran. Wie das alles aussieht. So, dann geht hier nach oben. Okay. Das ist auch so wieder so VIP-Dinger. Hier vorne. Oder sind das denn so normale? Oh nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich sowas von gar nicht. Außer deine Kistenplatz. Nein, hört auf damit. Was ist denn da? Vielleicht mit dem Zauberer dann irgendwie so den Weg machen? Oder kann er die nicht nehmen? Aber da schon mal ein Treppchen. Ach komm, das schaffst du. Meinst du so? Kein Schaden kriegt. Das ist aber echt Dark Souls. Wer macht mir Schaden hier? Wer wagt es sich? Diesen Move, ne? Wenn er den macht, dann richtig gut Schaden. Ja, warum? Du. Entweder in diese Richtung oder ich. Ah, was? Nein. Hab ich ja gar nicht gesehen. Zack. Was? Dankeschön. So. Ach komm, jetzt echt, die Steuerung ist ja irgendwie. Da oben auch noch. Das war ja klar. Das war ja klar, aber dann lass ich jetzt da. Versuchen wir jetzt nochmal hier rüber zu kommen. Kabam. Geht's da runter oder geht's wieder?
Irgendwie müssen wir da drauf tun, oder was? Oder wie? Einer reicht schon, aber wofür? Damit wir dann was machen? Jetzt nehme ich mir so ein Teil hier. Dann können wir da hoch, meinst du? Ach so. Ach, jetzt kommt die da nicht rüber, ne? Hä? Soll der Mist. So geht das auch, während ich da oben stehe, ne? Geil. Was ist das hier? Spinne, ne? Da, die kann ich so platt machen. So, er macht sich so noch Schaden, echt. Bald weg. Ach, das war doch in der Luft, das zählt gar nicht. Okay. Machen. Oh, das war aber eine kleine Kiste. Machen wir so eine große. Und hier noch so eine. Können ja zwei jetzt. Wir können noch zwei jetzt machen. Genau. Ja, wieso geht die denn weg? Ne, wir können keine zwei machen. Wir haben noch auf Stärke gelevelt. Ne? Okay, okay. Das müsste aber. Was? Ich wollte gerade sagen, das müsste jetzt aber reichen. Da geht's auch noch entlang. Was? Nein, die Spinne. Ah, die war doch jetzt cool, ne? Der kommt da gar nicht hoch. So, wir machen aber hier eine Pause, ne? Machen direkt das nächste Mal hier weiter. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.